Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute zu dieser Preview dabei seid. Dabei handelt es sich um einen Tier 7 Premium Zerstörer der Russen und zwar um die Leningrad, wie wir hier schon sehen. Wir schauen uns das Schiff einfach einmal etwas detaillierter an. Die Designer sind ja auch immer froh, wenn man sieht, was sie so treiben und das sieht man hier immer sehr, sehr schön. Deswegen schauen wir es uns in aller Ruhe einfach mal an. Das Schiffchen, was es so zu bieten hat, wie seine Tarnung auch aussieht, wie die Positionierung der Türme ist. Die Wasserbomben hinten sind jetzt für uns hier im Spiel nicht so interessant, aber schon ein sehr, sehr feines Schiff. Da kann man nichts anderes sagen. Starten wir mit den wichtigen Fakten, und zwar die Module erstmal. Die Module bzw. Verbesserungen, Schadensbegrenzungsteam, klassisch, Nebelwerfer auch da, nichts Neues und der Motorboost, also das, was man halt so von den Zerstörern kennt. Die Verbesserung, das ist natürlich immer ein Fakt, den will man wissen, was kann man da rein einbauen. Wir sehen hier Hauptbewaffnungsmodifikation, alles Teil 1, dann hier im zweiten Slot das, im dritten Slot ist das möglich und im vierten Slot hier die teuren Dinger für 1 Million Credits. So. Jetzt gehen wir auch schon zu den Daten vom Schiff und sehen Trefferpunkte 15.200. Wir machen auch gleich noch hier im Hafen einen Vergleich gegenüber den möglicherweise anderen Mitkonkurrenten. Aber wir gehen jetzt erstmal hier einfach nur auf dieses Schiff. Hauptbatterie 5x eine Kanone mit 130 mm, Feuerreichweite 11,6 km. Torpedowerfer 2x4. Torpedoreichweite 8 Kilometer, Torpedogeschwindigkeit 60 Knoten und die Flugabwehr, die ist typisch Zerstörer, nicht allzu stark ausgeprägt. Geschwindigkeit 43 Knoten Endgeschwindigkeit, 690 Meter Wendekreisradius, Ruderstellzeit 3,7 und die Verborgenheit zu Wasser 7,3 und 4,3 zu Luft. Ja, die Tarnung sehen wir ja schon wie folgt. Ihr könnt natürlich auch noch andere einbauen, falls ihr das wünscht. Hier die Typ 1, die Typ 2, die Typ 5 oder die Typ 6. Aber wir bleiben natürlich bei der gestellten und schauen dann diese an. Aktuell ist noch kein Preis leider vorhanden zu dem Schiff. Deswegen kann ich darauf nicht eingehen, aber wir schauen natürlich noch ein bisschen die Historie an. Ja, die Leningrad-Klasse hatte noch weniger Erfolg als schon andere Klassen der Russen. Ihr Entwurf lehnte sich in etwa an die französischen Superzerstörer an und entstand auch mit französischer Hilfe. Es war aber zu viel bei einer bescheidenen Größe versucht worden und die Schiffe erwiesen sich gegenüber Gefechtsschäden als wenig standfest. Das 13 cm Geschütz stand zwischen Brücke und vorderem Schornstein ungünstig und hatte nur sehr begrenzten Winkel. Die Kiew-Klasse wurde als geänderte Version mit 13 cm Doppeltürmen zwar auf Kiel gelegt, aber kein einziges Schiff davon vollendet. Die Zerstörer der Leningrad-Klasse waren noch seeuntüchtiger als die der Gordi-Klasse. Ja, spricht erstmal nicht wirklich für diese Schiffe, aber wir sind ja hier im Spiel und da ist alles nochmal ein bisschen anders und daher schauen wir jetzt auch noch an, wieso die Vergleiche da sind. Da sehen wir jetzt, hier als Vergleich habe ich euch mal die Kiew rausgezogen, weil es einfach passt, vom Schwesterschiff zu reden und hier in der im Tech-Tree zu bleiben. Von der Leningrad und auch die Mahan als US-Zerstörer, weil natürlich die Mahan den Vorteil hat, dass er auch recht schnell schießt und von der Charakteristik eher an den Russen ist, als zum Beispiel die Japaner das der Fall ist. Man hätte natürlich auch noch andere, aber das sind jetzt einfach mal drei Beispiele, dass ihr mal so ein grobes Feedback dazu bekommt. Und da sehen wir schon bei den Trefferpunkten, dass da die Leningrad mit dem 15.200 wirklich überragend ist. Also da kommt die Mahan gerade mal mit 14.100 ran, die Kiew gerade sogar deutlich abgeschlagen mit 12.800. Die Panzerung, okay, ich glaube, die kann man vernachlässigen. Die Hauptbatterien schauen wir uns noch direkt danach an. Wir überspringen die erstmal, gehen zu den Torpedos. Und auch bei den Torpedos sehen wir die Kiew hier mit den 4 Kilometern und 70 Knoten, man kann auch die Kiew noch umrüsten. Allerdings hat sie die 4 Kilometer immer. Und die Leningrad hier mit 8 Kilometer und 60 Knoten ist sogar
von der Reichweite her immer noch besser als die Mahan, die lediglich 6,4 hat, dafür aber 64 Knoten schnell ist. Also je nach Spielstil kann man hier sich so ein bisschen austoben. Ich finde es schön, 8 Kilometer ist so eine Distanz, wo sie sogar noch aus dem Stealth heraus schießen kann. Flugabwehr, ja, da ist die Leningrad die schlechteste, die Kiew hier die beste, aber eben, ich denke, man sollte mit einem Zerstörer sowieso jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit Flugzeugen nachstellen. Manövrierbarkeit, da sind alle sehr gut, wobei von der Geschwindigkeit ist die Leningrad die schnellste, 43 Knoten, da kommt die Kiew mit 42,5 ne, ganz knapp danach, aber, und das ist das Besondere, die Mahan ist 35 Knoten langsam, muss man schon fast sagen, hat einen geringeren Wendekreisradius, damit 560 Meter und eine bessere Ruderstellzeit mit 2,7, aber da sieht man, dass die Leningrad hier mit den 3,7 der Kiew deutlich überlegen ist und das, obwohl sie sogar schneller ist. Also das ist sehr spannend. Genau das gleiche Thema ist bei der Erkennbarkeitsreichweite. Da ist die Kiew auch die beste sogar mit 7,3 zu Wasser. Die Mahan kommt danach mit 7,9 und die Kiew sogar schon bei 9 Kilometer. Also die Leningrad von den Facts her scheint hier sehr stimmig zu sein. Jetzt schauen wir uns auch noch die Hauptbatterien an. Die Ladezeit sowohl bei der Kiew als auch bei der Leningrad jeweils 5 Sekunden. Die Mahan hier nur 4. Die Leningrad braucht deutlich am längsten für die 180-Grad-Kehre, nämlich 27,7 Sekunden. Das schafft die Mahan in gerade mal 12 und die Kiew braucht auch nur 18,6. Maximale Streuung, da ist die Leningrad auch die schwächste, aber das ist so von den Nuancen her knapp, dass ich sagen würde, spricht jetzt nicht für die oder gegen die. HE-Granatendurchschaden, Kiew und Leningrad 1600, Mahan 1800. Dafür haben die Russen mit 8% Brandwahrscheinlichkeit eine höhere Wahrscheinlichkeit als die Mahan mit 5%. AP-Granatendurchschaden 2500 hier bei den Russen, der Amerikaner 2100. Feuerreichweite hat die Kiew mit 11,1 Kilometer weniger als die Leningrad mit 11,6. Und die Mahan kommt nochmal geringer mit 10,6, also auch hier wieder Punkt Leningrad. Anfängliche AP-Granatengeschwindigkeit 870 Meter pro Sekunde bei den beiden Russen und die Mahan hier sogar nochmal langsamer. Also die harten Fakten, da muss man ganz klar sagen, sprechen hier für die Leningrad und ob es jetzt im Spiel genauso der Fall sein wird, das schauen wir uns jetzt direkt an und springen einfach mal ins Game. So, da sind wir also auf der Karte Mündung gelandet, sind hier mit unserem 7er in ein 6er, 7er, 8er Gefecht, also sind hier mit Tier so gesehen und auf beiden Seiten recht viele DDs, also Gegner 5 Stück, wir 4 Stück, also da kann schon einiges gekloppt werden, gerade weil die Amerikaner da drüben mit Benson, Mahan vertreten sind, eine Blischkowitzer darf man auch nicht unterschätzen, also da ist schon einiges dabei, was uns hier Kopfschmerzen bereiten können wird. Und eine Sache, ich spiele dieses Schiff ganz normal im Ursprungszustand. Also keine Verbesserung eingebaut, da ist ein 3-Sterne-Kapitän drin, kann man sagen, oder ein 3-Fähigkeitskapitän. Mehr nicht. Also ganz wichtig, dass ihr da auch wirklich wisst, woran ihr seid. Ich mache das auch ganz bewusst so, weil ich will, dass man erstmal sieht, was kann denn das Schiff in seiner normalen Ausstattung. Wie man das dann dementsprechend noch pimpt mit Verbesserungen, das ist ja jedem selbst überlassen, weil ich werde da immer mal wieder kritisiert, dass das so der Fall ist. Bei mir ist das eine ganz bewusste Entscheidung und auch wenn ich schon mal erklärt habe, ich mache es auch gerne nochmal für die, die es vielleicht beim ersten Mal nicht verstanden haben. So, jetzt schauen wir mal Richtung A rüber, weil gerade jetzt mit dem neuen Patch ist ja eben nicht nur Cappen, sondern auch Aufdecken und Spotten ein Thema für sich. Und da wollen wir natürlich hier unser Team unterstützen und dementsprechend hier vielleicht auch den ein oder anderen Punkt dafür abgreifen. So. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Eine Benson von uns, die da schon auf A drauf fährt. Und ich würde dann hier jetzt wahrscheinlich gleich den Spot machen. Da ist schon eine Mahan. Ich muss hier mal auf meine Distanz aufpassen. 7,3 Kilometer gehen wir ja auf.
Alter, bist du verrückt? So, Torpedos jetzt auch von hinten. Muss man wieder aufpassen, dass ich hier keinen Unsinn mache, aber alles gut. Da passiert nichts. Und jetzt könnte man versuchen, uns mal der Mahan dazu entledigen, aber das macht die Benson scheinbar schon ganz ordentlich. Noch gehe ich nicht auf und das ist auch noch bewusst, also noch schieße ich ganz bewusst noch nicht drauf. Aber bevor sie jetzt hier überlebt, machen wir das dann doch mal lieber. Und da sollten wir uns jetzt sogar, ja, ich wollte gerade sagen, den Kill sichern, ist aber doch nicht passiert. Aber sei es drum, wichtig ist, dass das jetzt erstmal weg ist, das Biest, und wir jetzt hier den Punkt bekommen. Drüben sind noch zwei weitere Zerstörer. Das heißt, hier soll es da ein bisschen ruhiger aussehen, was das Thema anbelangt. Nagato kommt hier auf uns zu. Den Punkt holen wir uns jetzt erstmal auf jeden Fall. Muss nur aufpassen, dass ich hier die Torps nicht in die Insel werfe. Das kann ich mir vielleicht noch... Ich nehme jetzt den Rauch und gehe hier mal auf die Nagato ein bisschen drauf und schau mal, was hier so unsere Hauptbatterie imstande ist zu leisten. So, der Torp kommt, aber ich glaube, der ganz knapp trifft er nicht. Ja, sehr schade. Tatsächlich nicht gepackt. 30 Sekunden jetzt hier noch, bis die Torpedos wieder da sind. Ich würde den Nagato gern überraschen. Und jetzt probieren wir es einfach. Ich denke, die Benson hat das gleiche, den gleichen Gedankengang. Mal schauen, ob wir jetzt gleich Torpedos abbekommen oder nicht. So, da soll sie jetzt nicht mehr viel machen können dagegen. Und weg ist sie. Muss ich nur aufpassen. Ich gehe jetzt Gott sei Dank zu. Gehe jetzt aber wieder auf. Und muss jetzt hier ganz, ganz, ganz schnell weg. Schnell den Maschinenboost an und versuchen jetzt hier mal wegzukommen. Deswegen werde ich jetzt mich hier hinter dieser Insel versuchen zu flüchten. Ging gerade so gut. Aber für 47.000 Damage kann man so eine Aktion mal bringen. Ah, jetzt schießt man da leider in die Insel. Wäre jetzt eigentlich nett gedacht gewesen. Aber in dem Fall haben wir hier... Ne, jetzt komme ich knapp drüber.
Ja, soll wohl nicht so sein in der Intensität. So, die Atago. Und da nutze ich jetzt meinen nächsten Rauch. Und schauen wir mal vielleicht auch noch mal uns die AP-Munition ein bisschen an. Maschinenboost deaktiviert. Nebelwand gelegt. Und auch die funktioniert ganz gut, muss man sagen. So, jetzt haut sie da ab. Jetzt mach mal wieder HE. Auf jeden Fall fährt sie jetzt weg. Ich glaube, die hat definitiv genug. Und jetzt ist er außerhalb der Reichweite, das heißt, jetzt können wir da mal uns weiter bewegen, weil jetzt ist hier das Thema gerade durch. Wir decken die weiterhin einfach auf jetzt. Jetzt werden wir wieder aus dem Rauch rausfahren, auch bestens vom Timing her. Rauch ist gerade ausgelaufen. Und können ja damit auch wieder definitiv supporten. Und da vorne kommt noch eine Kneisenau. Die bleibt auch hier längs der Insel. Also das heißt, da habe ich dann gleich ganz klar die Möglichkeit, den zu torpedieren. Dadurch, dass er mir entgegenkommt, brauche ich auch nicht ganz die 8 Kilometer abwarten. So, jetzt habe ich das Ganze mal abgefeuert und jetzt drehe ich bei. Weil eigentlich will ich jetzt hier nicht aufgehen. Aber die könnten gar nicht so schlecht kommen. Ja, einer trifft wenigstens. So, muss weiterhin jetzt hier auch aufpassen, dass ich da... Aber ich kann jetzt auch auf die Kneisenau noch mal einmal schießen. Ich nutze dafür jetzt meinen letzten Rauch. Noch nicht alle Türme mitgedreht, aber... Die kommen jetzt auch so peu à peu. Jetzt ein Feuerchen wäre schön. Jetzt brennt er endlich.
Oh, jetzt habe ich hier aus Versehen meinen Freund beschossen. Und jetzt sollte er eigentlich da gleich zerstört sein. Genau so ist es auch. Da haben wir hier mit der Nagato zusammen ganz gut die fertig gemacht. Und jetzt ticken auch die Tickets langsam sehr zu unseren Gunsten. Deswegen schießen wir jetzt auch nochmal hier auf die Atago, weil ich glaube, die geht jetzt ihres Zeichens eh eher auf die Nagato als auf uns. Jetzt repariert sie sich da gerade. Aber jetzt probieren wir das einfach mal mit dem Shootout. So, jetzt brennt sie. Jetzt haben wir gut die Geschwindigkeit da mal ein bisschen verringert. Um dir aus dem Konzept zu bringen. Jetzt brennt sie wieder. Und jetzt ist sie weg. Das war jetzt sehr schön. Und jetzt lebt nur noch die Benson. Aber das sollte jetzt kein Thema mehr sein. Die ist auch da ganz drüben hinter C. Und in der Zeit fahren wir einfach mal durch C durch. Aber das war eine schöne Runde bis dato, muss man sagen. Über 100.000 Damage und das in der Preview, das passiert nicht so häufig. Also von dem her bin ich zufrieden und man kann auch ein kleines Resümee mal ziehen. Also ich muss sagen, das Schiff fühlt sich wirklich gut an. Damit ist auch die Runde schon zu Ende. Das Schiff fühlt sich wirklich gut an für alle Zerstörerfahrer, die so wirklich so einen Mix aus Torpedoreichweite und trotzdem gut feuernden Kanonen haben wollen. Da ist das definitiv was. Also ich kann das Schiff nur wärmstens empfehlen. Das ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir selber kaufen werde, ganz klar. Und wir schauen mal ganz an, was wir so geleistet haben. Und auch das Credit-Einkommen ist natürlich wichtig bei einem Premium. In der Teamwertung hier auf den zweiten Platz gelandet von den XP. Praktisch Schaden durch Aufklärung 4700, also gar nicht so viel, aber egal. Und die Kreditpunkte, und das ist ja essentiell, da gab es in Summe 312.000 Credits raus. Ja, mir hat's gefallen. Könnt mir ja mal gern eure Meinung zu sagen und ob ihr euch das Schiff kaufen wollen würdet oder ob ihr sagt, nee, ist nicht so meins, aber ein Tier 7 Premium Zerstörer ist jetzt auch nicht so häufig. Also von dem her, bis zum nächsten Mal, alles Gute, euer Alcaramba.